Hallo, liebe Biber. Sagt mal, wir haben doch demnächst wieder unser Pfadi-Filmfestival. Und da wollte ich jetzt einfach mal nachfragen, ob ihr vielleicht Lust habt, dabei zu sein. So als Biber-Berichterstatterbande. Lasst doch einfach mal von euch hören. Ciao! Biber Berichterstatterbande, nee, nee, nee. Ich kann's nicht mehr hören. Wir wollen endlich einen richtigen Film drehen. Jawohl! So sieht's aus! Immer werden wir in die gleiche Schublade gesteckt, das geht mir auf den Keks. Nur weil wir so süß und knuffig sind. Genau! So sieht's aus! Also, der Plan steht, wir machen einen Biberfilm. Jawoll! Genau! Wie wär's mit einem Horrorfilm? Geht nicht, die Droh dürfen sonst nicht einen Film gucken. Solche Hausscheiße. So sieht's aus! Dann was anderes, wir können alles. Auf jeden Fall sind wir viel bessere Schauspieler als die anderen. Jawoll! Hört, hört! Aber wie macht man eigentlich einen Film? Keine Ahnung. Mal überlegen. Ich weiß, wir brauchen ein starkes Team. Jawohl. Lass uns doch mal in anderen Stufen gucken, was die so machen. Vielleicht finden wir da ja gutes Personal. Hört, hört. So jawohl. Jawohl. Die Biber Business Beobachterbande. Als Biber Business Beobachterbande schauen wir hinter die Kulissen des DPSG Ulm-Söflingen Filmfestival 2024. Vielleicht finden wir ja hier Unterstützung für unseren eigenen Film. Wir sind am Drehort der Pfadis und schauen an, was die so machen. Die Pfadis sind mit ihrer kompletten Stufe am Justizgebäude und scheinen einen Menschenauflauf zu filmen. Wir versuchen, von Georg Informationen zu bekommen. Er scheint die Regie übernommen zu haben und muss deshalb sein Team ja kennen. Und Action! Welches Partycamp wirst du uns empfehlen? Du meinst als Schauspieler? Da kann ich eigentlich alle empfehlen. Es kommt immer ein bisschen auf die Rolle an. Aha! Na dann schauen wir doch mal, was für verschiedene Rollen hier so vertreten sind. Was bist du für ein Schauspieler? Ich spiele Security Guard. Ich bin Security Mann für den Pressesprecher. Ja, eigentlich gerade keine große Rolle. Alles einheitsbrei. Gute Schauspieler müssen wir wohl woanders finden. Aber vielleicht lässt sich Georg hier als Regisseur von uns abwerben. Kannst du es beim professionellen Film machen? Ich könnte, aber ich habe noch niemanden gefunden, der mir Geld dafür gibt. Aha. Ja. Dann gib das Interview. Ja. Geld, Geld, Geld. Wir brauchen jemanden mit der richtigen Einstellung, mit dem nötigen Mindset. Jemanden, dem Geld egal ist, der für Ruhm und Ehre ein Meisterwerk mit uns erschaffen will. Warum machst du das? Warum ich das mache? Weil das macht einfach Spaß, mit den Kindern so zu arbeiten, ja. Wenn man dann auch die letzten Jahre immer noch anschaut von den alten Filmfestivals, dann sieht man so, wie man die auch so ein bisschen beim Aufwachsen sieht, ja, dann waren sie noch jünger und dann alle paar Jahre wieder, wie sie sich auch entwickelt haben. Das ist eigentlich ganz schön mit anzuschauen, ja. Und dann sehen wir dich auch in ein paar Jahren, wenn du mal größer bist, in so einem richtigen Film mitspielen. In ein paar Jahren? Wir möchten aber jetzt einen richtigen Film drehen. Bei den Pfadis kommen wir wohl nicht weiter. Wird Zeit, dass wir bei den Wölflingen vorbeischauen. Die drehen am und auf einem See. Doch, ich, Bruder. Wer ist der beste Schauspieler? Der Wolf, der Werwolf. Aha, die Wölflinge drehen zur Abwechslung mal einen Film mit Überraschung, Werwölfen. Spannend, spannend. Aber können sie auch mit anderen Genres umgehen? Warum habt ihr euch entschieden, so einen spannenden Film zu machen? Weil wir Bock hatten. Warum wolltet ihr keinen Liebesfilm machen? Weil es ekelhaft ist. Wir geben auf. Aber
Bei den Wölflingen ist uns ein neues Talent des Filmfestivals aufgefallen. Zieberin Melody ist dieses Jahr zum ersten Mal Teil des Spektakels. Was ist denn deine Aufgabe bei dem Film? Ich bin die Kamerafrau und wie man hier sieht, habe ich so ein großes Gerät. Und damit möchte ich den Wölflingen zu ihrem nächsten Titel helfen. Und meine Aufgabe ist sozusagen, den Film zum Film zu machen. Glaubst du, dass die Wölflinge gewinnen können? Ich habe gehört, die haben in den letzten Jahren immer gewonnen. Deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir es dieses Jahr auch wieder schaffen. Danke für das Interview. Ha, wir werden ja sehen. Wenn unser Film erstmal fertig ist, kann uns niemand schlagen. Nicht mal dieser bärtige junge Mann. Okay. Wieso sind die Chancen so groß, dass du meinen Film gewinnst? Weil ich die Hauptrolle spiele. Eines muss man ihnen lassen. Selbstbewusstsein haben die Wölflinge. Jetzt aber zu den Jupfis. Die wollten sich im Wald vor unseren Fragen verstecken. Aber nicht mit uns. Einer der Darsteller fällt uns direkt ins Auge. Wer bist du und welche Rolle hast du? Also ich bin der Sam und ich habe hier die Rolle des Paparazzis. Also des Paparazzis, falls du es nicht kennst. So einer, der klaut den Stars ihre Story und macht sie dadurch vielleicht arbeitslos. Und Was macht einen guten Schauspieler aus? Einen guten Schauspieler macht aus, dass er gut in seine Rolle schlüpft, dass er gut beim Publikum ankommt und nicht irgendwie irgendeinen Quatsch macht. Ja gut, das ist für uns ein leichtes. Wir sind quasi immer voll und ganz bei der Sache. Ist doch logisch. Aber aufmerksame Schauspieler, das kann doch nicht alles sein, was man für einen guten Biberfilm braucht. Mach euer Scheiß doch allein! Ach! Will man einen eigenen Film machen wollen? Was braucht man denn dazu? Auf jeden Fall Kamera, ein Mikro, anderes Equipment, das für was ihr für euren Film braucht und andere Sachen wie Kameramänner oder Kamerafrauen. Mit dieser Information besuchen wir die Rover. Ein Mikrofon sehen wir, aber wo ist die Kamera? Warum filmst du nicht mit der richtigen Kamera? Die habe ich daheim vergessen. Das war das Einzige, was ich dabei hatte. Mein Handy. Ist das gut genug für einen Film? Für die Rover auf jeden Fall. Da brauchst nicht viel? Ja, die überzeugen nachher mit Können. Schauspielerischer Leistung, gut gesetztes Licht und Ton auf jeden Fall. Wo haben sich die Schauspieler gelernt? Es wurde denen in die Wiege gelegt. Tja, und da liegt es wohl immer noch. Hier fehlt es an allem. Es gibt keine richtige Kamera und auch die Filmklappe sieht verdächtig nach Spanplatte aus. Und aber vielleicht täuscht ja auch der äußere Eindruck. Wir sind die Biber Business Beobachterbande und ein paar wichtige Fragen. Mhm. Welchen könntest du hier als guten Mitarbeiter empfehlen? Eigentlich sind alle super. Ein richtig cooles Team haben wir dieses Jahr. Vor allem, wir machen auch Kamera selber und Ton selber. Sehr stark. Ein Teamer, der selbst nichts macht? Wir riechen ja, genau. Arbeitsverweigerung. Erzählt dir mal was über euren Teamer. Der ist eigentlich ziemlich cool. Weil der gibt uns eigentlich die meiste Verantwortung. Und so lernen wir selber ganz viel neue Sachen über den Film. Danke fürs Interview. Gerne. Aha, der Verdacht scheint sich zu bestätigen. Schon komisch, dass wir direkt nach unseren investigativen Fragen plötzlich vom Drehort geschickt werden. Aber da haben sich die Rover mit den Falschen angelegt. Wir wissen uns zu helfen. Tja, und während die einen Rover noch ihrem Eis hinterher trauern, sitzen die anderen im Roverraum und versuchen, das Drehmaterial irgendwie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Ist es schwierig, mit den Rovern zu drehen? Ja. Was macht ihr hier oben? Gerade schneiden wir schon einen Teil und gucken, welche Aufnahmen gut gelaufen sind und welche nicht. Tja, viel zu gucken wird es da nicht geben. Auch im Schnitt hat sie der Teamer alleine gelassen.
Melanie versucht verzweifelt zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Ah, verschiebe einfach alle hier, alle. Nimm einfach mal alle. Meinst du, dass wir das dann hinter die Dinge... Weil da kommt ja noch das, wo sie aus der Haustür läuft. Hey, aber irgendwo macht es ja immer noch gar keinen Sinn. Also ich tue die Szenen da reinpacken und dann klicke ich die an und schaue, wo sie am besten hinpassen. Und mehr weiß ich auch noch nicht. 3 Tage Filmfestival haben wir Biber hinter uns. Und trotzdem sind wir mit unserem eigenen Filmprojekt nicht wirklich weitergekommen. Dass sie so wenig können, hätte ich nicht gedacht. Und jetzt? Also mit denen wird das nicht mit einem eigenen Film. Vielleicht klappt es ja bis zum nächsten Mal. Was machen wir mit dem Timer, den wir besorgt haben? Puh, keine Ahnung. Der muss beim nächsten Filmfestival ran.